Eine Superheldenparty. Los geht's. Pika! Hier bin ich. Auf keinen Fall. Vampire sind nicht erlaubt. Und Verlierer auch. Was? Du hast es so gewollt. Ach, wirklich? Na, warte. Dracula, hilf mir. Oh, oh. Wo bin ich? Auf Wiedersehen, Loser. Oh, was fällt dir ein? Ich werd's dir zeigen. Das ist nicht fair. Oh, ich muss zu dieser Party. Tut mir so leid. Was, wenn wir... Tada! Ein super Roulette. Chi-Chi, wow. Unglaublich. Was glaubt ihr, in wen sich Laurie verwandeln wird? Sagt es uns in den Kommentaren. Joker? Das geht zu weit. Ladybug ist viel besser. Psst, sag es niemandem. Ich heiße Ladybug. Wahnsinn. Super Chance. Eine Beautybox. Das hat uns noch gefehlt. Oh oh. Wir haben einen Alarm. Ich liebe das. Ich wusste es. Aber wir brauchen einen Erdbeerduft. Keine Erdbeeren. Oh, mach das nicht nochmal, Kitty. What? Oh, es juckt so. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen Schaum. Eine Menge Schaum. Was hast du vor? Vielleicht sollten wir das nicht tun. Laurie, reiß dich zusammen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Puh, das ist keine leichte Aufgabe. Laurie, bist du soweit? Ich kann es nicht erwarten, mich zu sehen. Ich auch. Lass uns das hinter uns bringen. Ah, blau? Oh, mir geht's nicht so gut. Eine Katastrophe. Kitty, reiß dich zusammen. Du musst dir etwas einfallen lassen. Wachsen, das wird das Problem lösen. Laurie, es tut überhaupt nicht weh. Bereit, das ganze zusätzliche Zeug loszuwerden? Ah! Huh? Ah! Was? So geht das nicht. Ich werde dich schon noch los. Ups. Ah, das wollte ich nicht. Ich kümmere mich um dich. Hey, sei nicht so nervös, okay? Aber was soll ich mit den Pickeln machen? Ich kenne ein Geheimnis. Wir machen uns auf die Jagd. Ah, die Sonne! Ich verbrenne! Stimmt, wir haben etwas vergessen. Ist das besser so? Oh, mir geht's total gut. Kitty, du bist eine echte Freundin. Wer ist das hier? Ein Vampir mit Pickeln? Was hast du gesagt? Sag das nochmal. Das war doch nur ein Scherz. Warte, wo ist Kitty? Wie lange brauchst du denn noch? Hey, lass das, okay? Schau. Halt, das ist kein Essen. Es ist der Mittel gegen Pickel, wie bei Ladybug. Kitty, wir sollten jetzt anfangen. Gut, los geht's. Lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, das ist fantastisch. Wir müssen nur noch warten. Bin ich etwa eingeschlafen oder was? Oh Gott. Chi-Chi, wow. Perfekt. Keine Pickel mehr. Kitty, wie sehe ich aus? Nicht gut. Wann hast du dir das letzte Mal deine Reißzähne geputzt? Es muss hier irgendwo sein. Ja, gefunden. Ladybug, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was für eine Arbeit. Bald wirst du ein strahlendes Lächeln haben. Und, hat es funktioniert? Nicht wirklich. Aber nichts kann einen Superhelden aufhalten. Zeig mir deine Reißzähne. Es hat geklappt. Es ist Zeit, sich von den Reißzähnen zu verabschieden. Auf keinen Fall.
Das werde ich nicht. Du willst doch bei der Heldenparty mitmachen, oder? Ja, will ich. Das ist keine einfache Aufgabe. Miau! Nicht jetzt. Dann werden wir eine bessere Lösung finden. Oh nein, warum? Was ist, wenn wir das tun? Auf Wiedersehen, Vampirleben. Au, das tut weh. Au, wir machen weiter mit dem Dracula-Plan. Wer hat mich gestört? Wir sind es. Siehst du, die Sache ist die. Ich will den Vertrag mit den Vampiren brechen. Bist du dir sicher? Du hast es so gewollt. Bin ich ein Mensch geworden? Wow! Meine Reißzähne sind weg. What? Ein langweiliges Menschenleben wartet auf dich. Oder vielleicht... Nein, komm wieder! Die Entscheidung ist bereits gefallen. Hast du dir mal deine Nägel lang gesehen? Ich habe ein Lifehack für Katzen. Sieh zu und lerne, Laurie. Bist du dir sicher? Vertrau mir. Mach mir einfach nach. Und? Was sagst du? Perfekte Nägel. Du siehst toll aus. Ich schaff das schon. Laurie, das hättest du nicht wiederholen müssen. Lass uns einfach weitermachen. Eine schöne Maniküre. Wenn du darauf bestehst. Zuerst ein warmes Bad. Und einen schön knalligen Nagellack. Zum Beispiel rot. Fast geschafft. Oh, ich liebe es. Und der letzte Schliff. Die stylischen Punkte von Ladybug. Das ist ein Kunstwerk. Wir haben es geschafft. Als nächstes kommt das Make-up. Die Beautybox müsste alles haben. Make-up. Ich liebe es. Lass dir Zeit. Wo sollen wir anfangen? Mit der Maske von Ladybug natürlich. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Oh, du bringst alles durcheinander. Laurie, du bist so pingelig. Dann mach das doch selbst. Genau das wollte ich. Ein Profi. Je mehr Rot, desto besser. Geschafft. Ich bin wie Ladybug. Oh, ein Makeover ist echt nicht einfach. Bubble Tea hebt immer die Laune. Das sieht aber lecker aus. Oh, was ist das denn? Ladybugs Punkte. Das hat mir noch gefehlt. Kitty, es ist ein Wunder. Aber dein Kostüm ist kein Wunder. Na schön, wir gehen einkaufen. Du musst mir nicht danken. What? Wo bin ich? Chichi, wow, ein Superheldenladen. Willkommen, junge Lady. Du hast Glück. Du hast die beste Verkäuferin der Branche vor dir. Das klingt gut. Wir haben eine große Auswahl an Superheldenkostümen. Kann ich dir helfen? Ach, das kriege ich schon selbst hin. Ich brauche nur das passende Kostüm. Das nicht. Das auch nicht. Nichts davon passt. Wonach suchst du denn? Oh. Wow, was ist das denn? Steht mir das gut? Ich sehe aus wie Ladybug. Oh nein, das brauche ich nicht. Das ist genau richtig. Meine Eintrittskarte für die Party. Ich kaufe es. Wie viel? Oh, mir geht's nicht gut. Mein Geld reicht nicht. Könnten wir vielleicht ein Deal machen? Sorry, da kann ich dir nicht helfen. Auf Wiedersehen, mein Traum. Hände hoch, das ist ein Überfall. Heute nicht, Hogmoss. Ah,
Hey, das ist nicht fair. Denk über dein Verhalten nach. Oh, du hast unseren Nan gerettet. Dankeschön. Ist das für mich? Das ist aber nett. Jetzt zur Anprobe. Achtung, hier wurde gerade eine Heldentat vollbracht. Ladybug, du hast die Stadt gerettet. Das ist mein Job? Oh, ich glaube, ich bin zu spät. Nächstes Mal gibt es Autogramme, versprochen. Das zahle ich dir heim, Ladybug. Du bist fast zu spät gekommen. Weißt du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Das Ziel ist erreicht. Ladybug, bist das wirklich du? Du hast heute eine tolle Leistung vollbracht. Krieg ich ein Autogramm von dir? Nein, ich will zuerst eins. Das ist ein Erfolg. Stellt euch an, Leute. Wer ist das? Oh. Wow. Cat Noir. Eine Superheldenparty bringt die Herzen zusammen. Ladybug, wir sollten zusammen sein. Ja, das sollten wir. Cat Noir und Ladybug sind für immer zusammen. Was denkst du eigentlich, was du da tust? Hey. Das ist gegen die Regeln. Du bleibst hier für eine lange Zeit. Los, Ladybug. Das ist grausam. Und ungewöhnlich. Wer zur Hölle bist du denn? Danke. Ihr habt unsere Stadt gerettet. Also, Zeit zu handeln. Jetzt oder nie. Niemals. bleib weg von mir. Ladybug, willst du mich heiraten? Hast du das gehört? Oh, romantisch. Wir werden für immer zusammenbleiben. Was? Cat Noir, du bist in mich verliebt. Ich bin in dich verliebt. Jetzt besiegen wir unsere Vereinigung mit Blut. Wie lange muss ich noch warten? Cat Noir, was ist denn los? Oh, nichts Besonderes. Es ist nur wahre Liebe. Aber ich dachte, ich bin diejenige. Du Betrüger. Wir sind offiziell getrennt. Aber warum? Ich hab dich doch so geliebt. Du hast mich für diese kleine Hexe eingetauscht. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Jetzt kann sie deinen blöden Mist wegmachen. Oh, und du hast deinen Kratzbaum vergessen. Fang, Ladybug. What? Bist du hier? Ich kann nicht glauben, dass ich dir vertraut habe. Ich liebe dich. Was für ein Lügner. Unser Superheldenteam löst sich auf. Was ist denn hier los? Bist du okay, Ladybug? Was ist denn das? Ich habe eine Überraschung für dich. Warte nur ab, Cat Noir. Eure Liebe hält ewig. Liebe? Was? Also das glaube ich nicht. Das gibt's doch nicht. Du Lügner. Du solltest besser hoffen, dass wir uns nie wieder begegnen. Was ist hier überhaupt los? Ich muss die Sache aufklären. Ist jemand zu Hause? Hey! Oh, Mabel, es ist alles vorbei. Keine Sorge, Bestie. Ich bin für dich da. Sag Hi zu meinem neuen Freund. Er ist es. Ups. Ah, komm schon. Geh aus. Okay, Ladybug. Versuch dich einfach zu beruhigen. Wir waren so glücklich. Ja, genau rechtzeitig. Schön blutig. Oh, meine dunkle Königin, du bist wunderschön. Ah, nicht ganz. Das geht so nicht. Zum Glück weiß ich genau, was ich tun muss. Hey du, es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Es gibt nichts, was ich nicht für dich tun würde. Okay, das geht jetzt aber zu weit. Oh nein, nicht jetzt. Was soll ich tun? Es ist nur ein kleiner Kuss, mein Schatz. Erst muss ich meinen Drink austrinken. Lecker. Na gut, entspann dich noch nicht.
Warum schmeißen wir nicht eine Party? Bin ich die Königin der Nacht? Was sitzt du denn da rum? Fang an zu tanzen. Dreh die Musik lauter. Ich kann deine Hände nicht sehen. Ach, du bist so ein Loser. Hey, was ist denn los mit dir? Ich hab wohl die falsche Wahl getroffen. Setz dich hin und denk darüber nach, was du getan hast. Die Spielzeit ist vorbei. Nein, nein, ich liebe dich doch. Du gehörst mir. Für immer. Ladybug, bist du okay? Nein, er hat mich verlassen. Denk nach, Mabel. Ich weiß genau, was dir helfen kann. Also, mal sehen. Ah, da haben wir es. Gefunden. Okay, Ladybug. Okay. Ich helfe dir, Cat nur zu vergessen. Was meinst du? Zieh einfach zu. Nimm das. Und das. Huh? Hey, komm wieder zu dir, Bestie. Jetzt bin ich hier der wahre Held. Ist das dein Ernst? Komm schon, Mabel, ich brauch dich jetzt. Wo bin ich? Anscheinend bin ich wieder normal. Was ist das für ein seltsames Buch? Chichi, wow. Das ist ein Handbuch für Vampirhypnose. Dieser schreckliche Vampir hat meine geliebte Katze hypnotisiert. Ein Vampir? Ein Kätzchen? Okay, hör zu. Dieser böse Vampir hat Kätner mit Magie hypnotisiert. Oh, verstehe. Das bedeutet, wir sollten diesem Blutsauger eine Lektion erteilen. Und hier ist mein Plan. Also hör zu, wir stürmen das Versteck dieses Vampirs. Und sie wird für ihre Verbrechen bezahlen. Ein perfekter Knockout. Und das Böse ist besiegt. Und Kettner gehört wieder dir. Wow. Liebe besiegt alles. Hey, wo bleibt der Applaus? Oh ja. Oh, du bist ein Genie. Und ich bin bereit für... Was eigentlich? Retten wir Cat Noir vor diesem fiesen Vampir. Ja, wir werden das zusammen schaffen. Okay, verlieren wir keine Zeit. Anscheinend ist das hier der Ort. Das Monster wird eine Abreibung bekommen. Okay. Komm mit. Sie hat keine Chance. Oh, Essenszeit. Absolut lecker. Greif nach dem Stern, du Blutsauger. Bist du okay, Kätzchen? Ha, wir haben Gäste, was? Willkommen in meinem Versteck. Möchtet ihr mit mir spielen? Ah, hey, das ist gegen die Regeln. Ihr werdet mich nie besiegen, ihr Loser. Wir sind erledigt, Mabel. Nein, sind wir nicht. Hey, Bestie, hör auf. Versuch es gar nicht erst. Au, ah. Oh, jetzt bist du aber wirklich zu weit gegangen. Du hast keine Chance. Ich komme. Können wir vielleicht darüber reden? Das war's für dich, Ladybug. Rette mich, Cat Noir. Ladybug? Sag lebewohl, du erbärmliche Plage. Mabel, fang! Was ist das? Warte, ich rette dich. Mal sehen, wie dir Knoblauch schmeckt. Oh nein! Komm schon, Ladybug. Wir müssen rennen. Oh, Ladybug. Du wirst es bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Alles klar, hier sind wir sicher. Kannst du uns sagen, was hier passiert ist? Ich werde euch alles darüber erzählen. Hogmoss ist gerade aus seiner Zelle ausgebrochen. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Er kann uns nicht erreichen. Oh, oh. Komm raus, Hogmoss. Ha, du hast mich also erwartet, was? Also, ich lasse euch zweimal allein. Oh nein, ich gebe auf. Flieg, mein kleiner Akuma. Chichi, wow. Das ist genau das, was ich brauche. Ich glaube, ich habe eine tolle Idee. Die Stunde der Abrechnung naht. Nicht heute. Hä? Wo bin ich? Jetzt können wir Cat Noir endlich retten. Wow.
Ich fühle mich so viel stärker. Komm schon, Ladybug. Wir müssen uns beeilen. Hey, bist du okay? Wir haben eine wichtige Mission vor uns. Erinnerst du dich? Ja, du hast recht. Das ist so cool. Los, wir müssen Cat Noir retten. Jetzt können wir auf keinen Fall mehr scheitern. Ich hoffe, du bist bereit für diesen Kampf. Oh nein, das ist so gruselig. Cat Noir! Du schon wieder? Zeit, dich loszuwerden. Los, Ladybug. Gib mir Cat Noir zurück. Wow, du bist viel stärker geworden. Er wird dich nie wieder lieben. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ha, das hast du davon, wenn du dich mit Ladybug anlegst. Hey, Bestie, schau. Komm schon, bitte wach auf. Ich bin für dich da, Cat Noir. Lasst uns versuchen, Cat Noir gemeinsam zu retten. Dazu brauchen wir die Kraft eurer Likes. Ja, fast geschafft. Ja, wer sagt's denn? Oh, bist du das, Ladybug? Wir sind endlich wieder zusammen. Oh, ihr seid so süß zusammen. Ihr seid die Besten. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Und deshalb haben wir eine besondere Überraschung für dich. Wow, ist das wirklich für mich? Wie sehe ich aus? Macht euch bereit, die neue und verbesserte Ladybug kennenzulernen. Oh Mann, wo habe ich nur mein Lipgloss hingelegt? Oh, Cat Noir. Au. Hi, Kitty. Autsch. Ladybug ist tot? Oh, das ist ja furchtbar. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Rein raus. Detektiv Noir hat den Fall übernommen. Ich werde alle Hinweise aufspüren und den Mörder zur Strecke bringen. Was hat er denn jetzt vor? Es geht los. Wir haben ein Opfer. Und das bedeutet, dass es einen Schuldigen geben muss. Du warst das. Was? Nein. Ich bin unschuldig. Dann warst du es. Nein, vergiss es. Wenn das so ist, gibt es noch einen weiteren Verdächtigen. Hast du Ladybug ermordet? Nein. Oh, na dann. Oh, meine Geliebte. Ich schwöre, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Okay, ihr Lieben. Was glaubt ihr, wer es getan hat? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren. Was? Hoffmoss? Danke für eure Hilfe. Na gut, jetzt bist du dran. Ja, hallo? Bist du derjenige, der Ladybug getötet hat? Nein? Warum nicht? Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt im Gefängnis sitze? Hey, ich war noch nicht fertig mit Reden. Puh, was für ein verrückter Tag. Es muss doch wenigstens irgendeinen Hinweis geben. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was ist das denn? Es sieht aus wie eine Bisswunde. Aber wer könnte Ladybug gebissen haben? Und warum sollte derjenige das tun? Courtney war früher die Schönheitskönigin, bis Ladybug auftauchte. Also, vielleicht ist es so abgelaufen. Courtney konnte es einfach nicht ertragen, an zweiter Stelle zu stehen. Und so beschloss sie, ihre Konkurrenz auszuschalten. Dauerhaft. Chichi, wow. Die Krone gehört wieder mir. Ja, stimmt. Alles passt zusammen. Du steckst dahinter. Ich? Nein. Du kannst nicht vor der Gerechtigkeit davonlaufen. Oh, komm schon. Hör auf damit. Ich werde dich schon zum Geständnis bringen. Na, von wegen. Du entkommst mir nicht. Geht's. Ich hab Ladybug nicht getötet. Was ist das für ein komisches Brummen? Ich kann erklären, was wirklich passiert ist. Was? Ich verstehe gar nichts. Ich werde dir sagen, wie es abgelaufen ist. Also, hör zu. Mein Kumpel Stan und ich sind losgezogen, um zum Mittag zu essen. Und dann entdeckten wir Ladybug und Kitty. Eigentlich war es eine ziemlich schwierige Entscheidung. Oh, wirklich? Ja, sieh dir nur mal Ladybug spinnt an. Die Krone ist noch da? Das bedeutet... Siehst du, ich bin unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Aber wir müssen weiterarbeiten. Ich brauche neue Anhaltspunkte. Heilige Kratzer, seht euch die Kratzer am Hals an. Ich brauche wieder eure Hilfe.
Benutze einfach deine Augen. Hm? Was? Nein, nein, nein. Das ist ein Missverständnis. Lass den Quatsch, Kitty. Die ganze Schule weiß es schon, dass du schon immer ein Auge auf Cat nur geworfen hast. Im Ernst? Das erklärt einiges. Ladybug war auf dem Weg zu ihrem Spind, als sie auf einmal das Licht ausschaltete. Oh, was ist denn hier los? Ist da jemand? Ha, es ist an der Zeit, dich endlich loszuwerden. Und dann hat Kitty versucht, ihre Spuren zu verwischen. Beide Loser, das geschieht dir recht. Jetzt wird Cat nur mir gehören. Oh, auf keinen Fall. So ist es nicht passiert. Du bist untergehen, Kitty. Hör auf zu schreien. Also, jetzt bin ich dran. Ladybug hat mich nur gebeten, ihr beim Befestigen ihres Anhängers zu helfen. Und natürlich habe ich es getan, denn sie ist doch meine beste Freundin. Au! Aber Ladybug hat sich bewegt und so habe ich sie aus Versehen gekratzt. Und daher kommt der Kratzer. Was soll's, ich gehe jetzt. Oh, ich kann's nicht glauben. Na schön, wer könnte der Besitzer dieser Glocke sein? Was denkt ihr? Hm, interessant. Es ist Pony? Ah, verstehe. Danke für den Hinweis. Hey, Cat Noir, ich habe sie da drüben gesehen. Da ist sie. Ich sehe sie. Sieh dir nur diesen Schurken an. Na, was sagst du dazu? Wir schauen uns das mal genauer an. Eine Glocke haben wir gefunden. Was die andere angeht. Aha. So sieht der Plan aus. Kitty greift von rechts an. Und du kommst von links. Bereit? Ah, bin ich bereit. Na dann, los. Los geht's. Auf keinen Fall. Du wirst mich nicht besiegen. Komm schon. Wer ist der Erste? Ha, verfehlt. Du kannst mich nicht fangen. Versuch's doch. Tada. Kitty, sieh mal das Batman. Wo? Wirklich? Ich muss alles selbst machen. Hey, bleib stehen. Du sagst uns jetzt, was mit Ladybug passiert ist. Komm schon. Sag uns, warum wir das am Tatort gefunden haben. Na los, ich verliere die Geduld. Ich sag euch, was passiert ist. Ich bin durch den Flur geschlendert und hab aus Versehen meine Glocke verloren. Hey, warte, ich glaube, du hast etwas verloren. Dann ist Ladybug mir gefolgt und hat Jax und mich auf frischer Tat ertappt. Ich sag dir, das war so peinlich. Miau, das war ein Ablenkungsmanöver. Ja, toll. Und was machen wir jetzt? Goodbye. Oh, ich wünschte, ich wüsste es. Kitty, komm wieder zu dir. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Hm, was ist denn hier los? Wir haben verdächtige Aktivitäten in der Nähe der Schließfächer. Lass mich los. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Ich habe Ladybugs Mörder mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich schwöre, ich weiß alles. Und worauf wartest du dann noch? Na los, rede. Hey, was ist gerade passiert? Hier ist dein Zettel. Sorry, ich muss los, Spider-Man. Oh, wir waren so nah dran. Tut mir leid, mein Schatz, ich hab dich so enttäuscht. Warum? Warum war das Schicksal so grausam? Warte. Was hat das zu bedeuten? Oh, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Na, wie hat dir mein Streich gefallen? Ladybug, lebt? Warum tust du so etwas? Ja, du hast uns erschreckt. Was soll's? Wen interessieren schon Gefühle, wenn deine besten Freunde deinen Geburtstag vergessen haben? Das war wirklich gemein. Ich musste meinen Geburtstag ganz allein feiern. Das war so schlimm. Ich habe beschlossen, Cat Noir anzurufen. Aber er ist nicht rangegangen. Und dann hat es mir gereicht. Also habe ich die Torte angeschnitten. Süßes zu essen ist die beste Art, sich aufzuheitern. Das weiß doch jeder. Aber dann hatte ich eine geniale Idee. Ich würde euch einen Streich spielen. Und das soll euch dann eine Lehre sein. Also griff ich mir einen klebrigen Messergriff und inszenierte meinen eigenen Tod.
Aber Spider-Man hat mich auf frischer Tat ertappt. Ich konnte nicht zulassen, dass er mich auffliegen lässt. Um den Zahn loszuwerden, habe ich ihn in den Spund gesteckt. Was sollte ich denn sonst machen? Ihr habt alle meinen Geburtstag vergessen. Hey, pst! Spider-Man, hier drüben! Wir sind bereit! Wir haben eine Überraschung für dich! Alles Gute, Ladybug! Na los, wünsch dir was! Ja! Das ist die coolste Geburtstagsüberraschung aller Zeiten! Oh, aber wir sind noch nicht fertig! Ladybug! Ja, Catnor? Willst du mich heiraten? Oh, natürlich will ich! Also gut, das ist eine große Ehre für dich. Lass uns gleich zum spannendsten Teil übergehen. Wir werden für immer zusammen sein. Es gibt keine Helden, die sich zwischen uns stellen können. Ha, jetzt gib mir etwas Zucker. Oh ja. Chichi, wow. Ihr zwei seid so süß. Jetzt ist es Zeit für eine Party. Ja, lauter. Hilfe! Etwas Schreckliches ist passiert. Oh, da drüben. Nein, nicht da. Dort. Das ist der Horror. Oh, wer hat das getan? Warst du das? Oder du? Und? Das ist ein Missverständnis. Sieht so aus, als hätten wir dich auf frischer Tat ertappt. Hey, lass es mich erklären. Ich wollte nur von hier weg. Wisst ihr, diese Partys sind nicht wirklich mein Ding. Aber genau in dem Moment, als ich abhauen wollte, ist das passiert. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich zu verstecken. Ganz ruhig. Ich werde dich rächen. Moment, zuerst müssen wir eine Untersuchung durchführen. Detektiv Harley ist an dem Fall dran. Versuch einfach ruhig zu bleiben, okay? Geht's dir gut, Harley? Ja, und ich werde der Sache auf den Grund gehen. Na gut, mal sehen. Was? Das sieht aus wie Kratzspuren. Ist das dein Ernst, Catnor? Ich brauche eine Pediküre. Was ist schon dabei? Oh, das geht zu weit. Bleibt alle stehen. Na schön, es kann losgehen. Ich muss jetzt nur noch etwas überprüfen. Nimm die Hände hoch, Ladybug. Sieht so aus, als wärst du erwischt worden. Harley, das ist ein großes Missverständnis. Nein, nein, nein. Hey, warte. Ich werde dir alles erzählen. Weißt du, er war vor der Hochzeit sehr aufgeregt. Das wird dich bestimmt aufheitern. Süß, oder? Oh, ich glaube, ich habe das Bügeleisen zu Hause angelassen. Also gut, Mr. Superschurke. Du musst dich zusammenreißen. Ja, du hast recht. Ich schaff das. Siehst du, ich habe es nicht getan. Aber wer könnte dann dahinter stecken? Ich denke, wir müssen die Ermittlungen weiterführen. Kannst du mir vielleicht ein oder zwei Tipps geben? Sieht so aus, als wäre Hypnose im Spiel gewesen. Wisst ihr, wer von unseren Gästen hypnotische Kräfte hat? Bitte sagt es mir in den Kommentaren. Könnte es Courtney, der Vampir, sein? Du bist also der Täter. Zum Glück kenne ich ein paar tolle Anti-Vampir-Tricks. Das war's für dich. Ich werde dir alles sagen, ich schwör's. Ich wollte gerade mein Abendessen essen. Oh, das sieht lecker aus. Ich glaube nicht, dass es dir schmecken würde. Hey, Ladies, wollt ihr ein bisschen Spaß haben? Diese Hochzeit wird so schön. Sieh sie dir an. Bin ich der König der Streiche oder was? Klar bin ich das. Hey, wo sind denn alle? Ups, das war ich nicht. Okay, wo ist der? Ich habe niemanden gesehen. Oh, egal, ich habe Mittagspause. Hey, willst du spielen? Du kannst dich nicht von mir verstecken. Miau. Oh, sieht so aus, als würde ich. Das war ja einfach. Ihr seid solche Loser.
Hey, was soll denn das? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Okay, lass uns aufhören. Ich werde das wieder gut machen, was ich getan habe. Oh, das ist so lieb von dir. Was ist das? Du bist auf meinen Lieblingsstreich reingefallen. Witzig, oder? Oh, jetzt bist du aber wirklich dran. Du wirst nie wieder jemandem einen Streich spielen. Ich werde nie wieder Streiche spielen. Nie wieder. Ich werde ein guter Junge sein. Und so ist es dann auch gekommen, Harley. Sieh es dir selbst an. Ich habe deswegen einen Reißzahn verloren. Na schön, dann bist du wohl unschuldig. Okay, kommt alle her. Ich kann nicht glauben, dass der Mörder immer noch frei herumläuft. Was haben wir denn hier? Eine Mausefalle? Das bedeutet doch, dass... Cat Noir! Ich? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, du. Komm her. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich hoffe, du bist bereit für den Verhör. Du solltest lieber gestehen, wenn du nicht willst, dass dir etwas zustößt. Okay, ich gestehe. Weißt du, Harley, ich war auf Mäusejagd und... Ha, ich habe auf dich gewartet. Komm raus, komm raus. Aber keine Maus kann dieser Katze lange ausweichen. Es ist Zeit für das Hochzeitsfest. Du kannst jetzt rauskommen. Was hast du vor? Ich bin nur auf der Jagd. Ah, eine Maus. Hey, was ist denn mit dir los? Ah, ich mag keine Mäuse. Ah, Mist. Siehst du, ich bin nur ein Jäger, der seinen Job macht. Warte, wir können immer noch... Stimmt. Die Überwachungskameras. Ah, das ist eine Sackgasse. Ich kann hier keine Hinweise sehen. Was? Hast du das gesehen? Das ist der Fledermaus-Freak. Okay, komm mit. Aber sei leise. Da ist er. Da ist sie. Was jetzt? Geh zur Seite. Ich werde meine Rache bekommen. Oh, Hilfe. Holt mich hier raus. So, jetzt bin ich dran. Diese Party könnte einen Superhelden gebrauchen. Du wirst verlieren, Schurke. Heute nicht. Nimm das. Leg dich nicht mit Ladybug an. Hi, guten Morgen. Du hast mein Liebesleben ruiniert. Du, es wird Zeit, dass du Rache bekommst. Ich bin doch nur aus Versehen hier. Heute war einer meiner freien Tage und... Ja, die Stadt ist so sicher wie nur möglich unter meiner Aufsicht. Auf keinen Fall. Das ist so cool. Ja, es gibt keine Schurken mehr in unserer Stadt. Es gibt nur noch Superhelden, soweit das Auge reicht. Endlich hast du bekommen, was du verdient hast. Und jetzt ist es Zeit für einen Siegestanz. Macht alle mit. Wer ist der beste Held? Ja, stimmt. Ich. Du bist jetzt mein bester Superanzug. Sieht gut aus. Okay, Harley, wir müssen uns unterhalten. Ich wollte schon immer auf eine Hochzeit gehen. Und deshalb habe ich beschlossen, mich zu verkleiden. Clever, was? Wow, das ist eine coole Idee. Bitte, Cat Noir, nicht jetzt. Aber wer ist dann der wahre Killer? Das musst du sein. Okay, seid mal alle ruhig. Der Übeltäter ist... Harley. Ah, natürlich nicht. Das ist so dämlich. Hey, warum seht ihr mich so an? Du bist die Einzige hier, die kein Alibi hat. Oh, Harley, wie konntest du nur? Nein, nein. Das dürft ihr nicht einmal denken. Hey, was habt ihr vor? Wir sind dabei, die Wahrheit herauszufinden. Ruhe. Ah, das tut weh. Ich rufe unseren ersten Zeugen auf. Ich weiß genau, wie es passiert ist. Es war so. Da war die Hochzeit. Die Ringe waren vorbereitet. Aber dann änderte der Bräutigam auf einmal seine Meinung. Daraufhin beschloss Harley, ihn zu bestrafen. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich erkläre dich für schuldig. Au! Wie oft muss ich es noch sagen? Ich war es nicht. Harleys Temperament hat sie einfach übermannt. Siehst du, das Opfer hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Er sah zufällig das. Und er konnte sich nicht zurückhalten, einen seiner Streiche zu spielen. Schuldig! Wir müssen sie bestrafen. Au! Warum passiert das immer wieder? Das liegt an meinem seidig glatten Fell. Du musst verstehen, dass so etwas manchmal passiert.
Ha? Stimmt das nicht? Siehst du nicht, dass die Erwachsenen hier einen ernsthaften Rechtsstreit führen? Ich erkläre euch. Au, ich erkläre dich für schuldig. Er ist zurück. Ich muss los. Du lebst. Schatz, was ist passiert? Ja, sag schon. Also gut, lasst uns diese Hochzeit in Gang bringen. Jetzt können wir endlich. Hey, was ist denn? Er war wohl ein bisschen zu aufgeregt. Ja, und das ist der Grund, warum ich das Bewusstsein verloren habe. Ja, genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Haben wir nicht etwas vergessen? Es ist an der Zeit, unsere Ehe offiziell zu machen.